So, willkommen zurück bei Indiana Jones und der Turm von Babel. In der letzten Folge haben wir das Uhrwerk anschmeißen können, das uns hier in der letzten Folge am Anfang begrüßte, nur wir konnten ja nichts machen damit. Jetzt scheint es zu funktionieren und wir haben immer noch zahlreiche Knöpfe, die wir ausprobieren können. Drücken wir mal einfach auf alle. Yippie, das wird ein großer Spaß. Ich dachte, dass die Tür erst aufgeht, wenn ich hier, alles ausgelöst habe. Okay. Ich glaube aber, komme ich so nicht drüber. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauf können. Dann können wir nämlich eventuell auch andere Knöpfe benutzen. Hier war eine Leiter, genau. So habe ich mich also richtig daran erinnert getan. Und mittlerweile hat Indy auch herausgefunden, wie man Leitern bedient, das ist wichtig. Das hier sollte den Glockenturm Menschenstatuen Freund aktivieren können. Oh nein, er dreht vollkommen durch. Hat er sich gerade nur gedreht oder hat er sich auch höher bewegt? Naja. Gehen wir doch mal zu ihm rauf und dann gucken wir vielleicht, was wir da sehen tun. Ja. Genau so. Das waren meine Worte. Wie komme ich da eigentlich wieder rauf? Achso, immer weiter. Immer weiter den Wegen folgen, dann geht das schon. Kann ich hier sicher runtergehen? Ja. Sicher runtergehen, ja, das war meine Worte. Was? Moment. Hier ist noch wieder Uhrenturm Fritzen und ich komme herauf. Ah, wahrscheinlich dort mit der Peitsche. Okay. Ich verstehe diese Sache nun mit meinem Kopf. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Liegt vielleicht auch am... mangelnde Licht, wollte ich gerade sagen. Da sollte ich gleich die Peitsche schwingen können. Moment. Wo ist denn das Ding? Oder bin ich hier gerade falsch? Bin ja gerade falsch. Ah, toll. Yep. Ich bin schon ein zu weit. Das macht alles Spaß. Glaub mir bitte. So. Und hoch geht das. Und, hep. So, was machst du? Okay, das ist schon mal eine Sache. Dann habe ich nämlich hier schon mal eine Brücke. Okay. Und ein Hebel. Damit haben wir den Weg frei gemacht für unseren
Prügelknaben hier. Bin seit knapp 22 Stunden wach. Weil kann man ja auch mal machen. Okay, was haben wir hier? Okay, hier sind wir also. Ich den Glockenturm-Freund herrufen jetzt. Und wir haben noch sehr viele andere Sachen, die wir eigentlich benutzen könnten. Und wozu bist du da? So viele Fragen, so wenig Antworten. Wieder einmal. Ich rufe ihn mal her. Ich denke, ja, dafür ist es da, ne? Das hat nicht so recht geklappt. Ich merke das schon. Ergib dich. Hier kommt man nicht raus. Ich dachte gerade, man könnte es vielleicht zerschießen, weil wir hatten da ja am Anfang in der letzten Folge noch ein paar Fenster, die wir zerschießen konnten. Okay, dann müssen wir mit dir was anderes machen. Wo kann ich denn runterspringen? Aber ein Hebel auf der Seite, Knopf auf der Seite. Denke ich hier irgendwo. Da ist zumindest Geld. Der war für das Tor, nicht wahr? Na, richtig. Denkt immer daran, ich spiele blind. Ich kenne dieses Spiel nicht. Deswegen probiere ich gerade viel aus. Yes. Dip, 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 dip. Klunker. Was haben wir denn hier? Ein interessantes Gerät. Na? Das hat sie auch gesagt. Ist das der Weg, den ich gehen muss? Ey. Zieh's. Schieße. Das sind nur Eismonster, Goblins, Viecher. Kannst du auch so wegmachen? Da gehen wir nicht rauf auf die Leiter, weil dann wird es dann nämlich einklappen, schätze ich mal. Oder ausklappen. Jetzt fehlt mir diese coole Zielfunktion aus der N64-Version, die ich nie gespielt habe, aber ich weiß, dass es die gibt. Da war's. Na, es geht doch. Yep. Okay, wir haben eine große, schicke Glocke. Wir dich auslösen irgendwie. Ich muss die Glocke wahrscheinlich hochziehen, damit der Schlägeltyp gegenschlägeln kann. Das wird es sein. Wieder was gelernt. Hier ist eine Inschrift eingraviert. Läute nach dem Meister. Wenn ich mich recht entsinne, werden Glocken zur vollen Stunde geschlagen. Wie spät mag es wohl sein? Ich will hier schließlich nicht bis Mittag warten. Richtig. Nun öffnen wir diese Tür. Okay. Ja, gut. Dort ist ein Klunker, aber da kommen wir gerade nicht so ran. Diese Glocke bitte einmal hochziehen. Wir haben jetzt hier Leitern, das ist richtig. Schön, dass es die gibt.
Naja. Alle sind jetzt runtergefahren, okay. Das ist gut zu wissen. Ich kam durch das Fenster und ich kann jetzt ganz normal da hoch, ne? Gut. Du musst hier nur festhalten wollen, Indy, dann geht das schon. Ich habe dieses große Ding. Kann ich das irgendwie anheben durch Mittel meiner unglaublichen Kräfte? Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ich weiß nur nicht wie. Mehr Leute? Okay, ist das alles jetzt in Gang gesetzt? Kann ich das benutzen jetzt? Zieh! Ja! Er holt aus! Er macht die Wirbelattacke auf die Glocke, die nicht da ist. Gute Idee, aber nicht gut genug. Ja. Glocki muss hoch. Wie tue ich das tun? Was ist der Fehler, den ich begehe? Also er ist soweit funktionsfähig. Ich kann ihn rufen. So ist das nämlich. Was kann ich tun? Ich kann noch höher. Was gibt's denn da auf dem Dachboden? Alte Yu-Gi-Oh! Karten und Yps-Hefte? Ah, okay, ja. Hier ist der Glockenapparat. Zieh mal den Hebel mal. Epische Musik. Fantastisch. Schöne Wandmalereien, die mir jetzt auffallen, könnten auch Texturen sein. Nichts weiter zu finden hier? Okay, dann gehen wir wieder runter. Ich wollte gerade sagen, auf den sicheren Weg. Indy mag den sicheren Weg nicht. Das hat nicht funktioniert. Irgendwas mache ich wohl falsch. Bitte was? Warum? Das hat nicht funktioniert. Irgendwas mache ich wohl falsch. Muss es gerade die richtige Stunde sein? Gleich. Guck mal, die anderen haben sie auch tot gewartet, ne? Also, was wieder mal der Gedanken darum, wie lange das da alles dauern kann hier. Und los! Nochmal! Oh Gott. Und jetzt wirklich so lange ziehen, bis das passt. Oh. Kann ich hier irgendwie einfach rüberklettern? Das ist schön. Ein Trost. Versuchen wir es noch einmal. Funktioniere sofort. Ah, es geht doch.
Gut gemacht. Was? Hallo, junger Mann. Du hast geläutet? Das was? Stimmt, habe ich. Und du benötigst meine Hilfe. Tatsächlich? Na ja, um ehrlich zu sein, ich habe mich verirrt. Aber du bist derjenige, der mir helfen muss. Wie du bereits vermutet hast, kam vor langer Zeit ein Mann aus der Wüste zu uns und mit ihm der wirbelnde Götze. Seit Jahrhunderten haben wir mit seinem bösen Vermächtnis gelebt. Befreie uns davon und unser Segen wird mit dir sein. Oh, klar. Zeigen Sie mir den Weg. Ich bin zu alt und zu schwach. Um überhaupt zu Diensten stehen zu können, muss ich meine frühere Stärke zurückgewinnen. Und dazu fürchte ich, bedarf es eines gewissen goldenen Schatzes. Wieso? Okay, ein goldener Schatz. Und wo ist er? In der Schatzkammer natürlich. Natürlich. Hier, das wird dir vielleicht nützlich sein. Dankeschön, das ist der Schlüssel für den Kram, wo ich gerade wieder runtergekraxelt bin. Ja, dann machen wir den ganzen Weg doch mal, ne? Kein Problem. Das ist sehr viel in die Länge ziehen hier, dieses Rätsel. Das ist lästig. Ich weiß nicht, man hätte es vielleicht schneller lösen können, wenn man weiß, wie es geht, aber ich spiele blind und deswegen ist das gerade sehr lästig für mich gewesen. So, Schatzkammer. Ich denke, du bist die Schatzkammer. Passt. Was sagst du nun? Es hat funktioniert. Da sagst du nichts mehr. Fein, fein, fein. Holen wir diesen Schatz. Gerade ist mein Spiel abgestürzt, weil ich ja mit Tastatur spielen muss, laufe ich ständig Gefahr, dass die Eintrastfunktion aktiviert wird. Ein Relikt aus uralten Tagen. Ich habe noch nie von einem Mensch gehört, der sie jemals benutzt hat. Das bedeutete für mich, dass das Spiel nicht nur auf den Desktop zurückgesprungen ist, sondern das Spiel komplett abgestürzt ist und ich muss hier gerade ein Stück Nord spielen. Na gut, machen wir das doch mal. Wasser macht Dinge nasser. Ist eine Art Schalter. Und zwar S. Okay. Höp. Yippie. Hier oben war nichts. Aber kann ich trotzdem rauf, denn das ist interessant. So. Bewundert diese wunderschönen Schnitzereien. Okay, reicht hin. Wir gehen wieder. So, zurück in die zurück. Wow. Okay. Und wie gesagt, ne, da ich gerade was nachspielen musste, weiß ich, dass ich das hier jetzt brauchen werde. Als ob ich es geahnt hätte. Da ist noch einer. Bam! Bam! Yippie! Das ist Tastatursteuerung. Immer wieder ein großer Spaß. So, wir gehen da mal rauf. Das sind bestimmt die Betten für die besseren Mönche, die gehobenen Mönche. Und das Knopf. Das ist eigentlich nicht schön. Dann geht man in sein Zimmer und dann wird man hinterher eingesperrt, wenn jemand den Knopf von außen drückt. Das ist nicht so gut. Ah, Heilkräuter. Sieh sich einer das an. Heilkräuter. Hat ihm aber nicht geholfen. Was ist das jetzt? Das ist sein letztes Taschengeld gewesen. Braucht er wohl nicht mehr. Okay. Wir gehen da mal wieder runter. Da ging es ja auch noch hoch. Habe ich keinen Schrank. Nein, es ist ein sehr umständlicher Weg, da hochzukommen. Na komm, Indianer. Dö, dö, dö.
Ich kletter gern. Ich kletter auch viel. Das ist gut für die Arme. Mach das bitte auch. So. Das ist wohl die erste Mumie, die ich im Spiel gesehen habe. Und hier haben wir den Hof. Okay. Das ist wohl das, was wir suchen. Ein Kreuz. Pack es mal ein. Aha. Genau. Ich habe das große Siegel des Klosters gefunden. Die schon wieder. Ich fange an, diese Kerle zu hassen. Vielleicht sollten wir was dagegen unternehmen. Yeah. Nein, die Idee war gut. Komm bitte alle mal vor die Flinte. Ich schieße gern. Da, über Indies Wut, da ist er. Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen, ne? Laufen mir leider zu random rum, das heißt, ich kann ihn gerade nicht so anlocken. Er guckt sich die Wand an, ja. Komm, 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 vor die Flinte. Vor die Flinte, du alte Korinthe. Dim, 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 dim. Yeah. Das war dein letzter Fehler. Gut. Whoop. Stoi. Gesundheit. Oh. Ha, ja. Kampf in frühen 3D-Spielen. Ein Traum. Und weil es so wunderschön ist, machen wir jetzt eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geben wir der guten Klostermeisterin ihr mächtiges Kreuz, um ihr zu alten Kräften zu verhelfen. Wir werden sehen, was das bedeutet. Ich bin jetzt schon gespannt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.